Liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, den Eistroll haben wir ja besiegt, der hier diese Spuren im Schnee hinterlassen hat. Ich hätte ja auf einen Wolf, beziehungsweise auf einen Säbelzahntiger getippt. Oder einen Bär vielleicht. War es letzten Endes nicht. Nevermind. Eistroll. Wissen wir auf jeden Fall auch schon mal, dass die hier in der Gegend daheim sind. Ja, eigentlich wollte ich ja nach Riften. Werde ich mir jetzt wohl anders überlegen. Ich werde Richtung Winterfeste mich begeben. Und werde mich vermehrt den Magiestudien widmen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich einfach große, große Sorge habe, dass ich irgendwann auf Gegner treffen werde, die ich mit meinem jetzigen Ausbildungsstand, sagen wir es mal so, Ausbildungsstand von Zerstörungszaubern, dass ich die irgendwann nicht mehr besiegen kann. Ich meine, wir waren ja, als wir schon in diesem Hexenturm waren, sind wir schon ziemlich an unsere Grenzen gekommen. Da schien es auch schon so, als ob wir, ja, ohne Hilfe hätten, wären wir da nicht weit gekommen. Sagen wir es mal so. Was ist das denn da hinten für ein Viech? Ein Pferd. Pferdefleisch. I don't need that. Hätte ich vielleicht auch zähmen können, aber never mind. So weit sind die Fußstrecken hier nicht. So, hier, das kommt man die. Hey, da ist ein Tor, das mich hier durchführt. Ich dachte eigentlich, da in die Richtung ist Mapende. So kann man sich irren. Ist da nicht das Mapende? Ich hätte schwören können, das ist Mapende. Du kannst in diese Richtung. Kannst nicht in diese Richtung gehen. Sieh mal eine an. Ich wusste es. Also es gibt hier unsichtbare Mauern. Tja. Ich weiß nicht. Ist das vielleicht für die Erweiterung? Es gibt ja in Skyrim Erweiterungen. Könnte mir gut vorstellen, dass es eine Erweiterung gibt, die dann den Weg dorthin freischaltet. Aber das ist auch nur eine Mutmaßung. Vielleicht ist es auch nur die Möglichkeit der Entwickler, wie sie es jetzt hier so hinbekommen haben, dass sie hier halt irgendwie, nicht einfach sagen, wir sind hier in einem Kessel. Der greift mich an. Das war wohl sein Pferd, das ich da erledigt habe. Es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir leid. Also, dass sie quasi die natürliche Begrenzung da aufgehoben haben und dann einfach gesagt haben, gut, man kann da nicht durch dieses Tor gehen. Ob das jetzt irgendwie so besonders eine hübsche Alternative ist, mag man drüber streiten, weil ganz ehrlich, unsichtbare Mauern sind nie geil. Gerade nicht in RPGs. Eigentlich ein absolutes No-Go. Was ist denn hier für einer? Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Wo finde ich diesen Schrein? In den Bergen, im Nordosten. Ich markiere es auf eurer Karte. Oh, das ist natürlich nett. Im Osten? Nie ohne, also hier. Ich sehe nicht, dass es hier markiert hat, wenn er meint. Gehen wir mal hier lang. Gehe ich mal wieder auf Flamme. Beziehungsweise ich kann auch mal Zerstörung. Funken. Frost haben wir gar nicht, ne? Nee, wir haben keine Frostzauber. Wir haben keine Frostzauber. Mistviech. Bis hierher nicht weiter. Ich warne euch. Zurück. Was? Bis hierher nicht weiter. Da darf ich nicht lang. Muss ich die vernichten?
Weiß nicht, was das soll, aber wenn die mich hier angreifen, dann gibt's halt aufs Maul. Werd ja wohl hier ein Recht haben, mich mal hier umzuschauen. Wo ist jetzt ist hier wieder das Problem? Der ist irgendwo hingeflogen, ich habe keine Ahnung wohin. Scheiß Blitzzauber, ey. Hier kann ich auch ruhig alles abschießen. So. Oh, Expertenschloss, direkt beim ersten Mal geknackt. Ist da jemand? Ist das was? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ja! Ja! Oh. Das sind ganz schön viele hier. Es gibt schon einen Grund, warum ich den Flammenzauber hier benutzt habe. Auf engem Raum ist er einfach viel besser. Gold. Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Gold. Die haben alle den Schlüssel. Ich brauche den nicht so oft. Nochmal Gold. Stahlschwert ist natürlich völlig uninteressant für uns. Ich kann ja natürlich nichts mitnehmen, weil alles hier irgendwie gestohlen ist, wenn ich es mitnehme. Also wahrscheinlich hätte ich die hier nicht so einfach abschlachten sollen. Daran? Scheiße. Das ist ja fast schief gegangen. Gold. Gold kann man auch klauen. Ne? Gold. Also ich meine klauen, ich dachte eigentlich, Diebesgut zeichnet sich dadurch aus, dass man es nicht weiterverkaufen kann, aber Gold will man ja gar nicht weiterverkaufen. Verstehe ich denn also nicht. Der ganze Scheißbecher, völlig uninteressant. Da geht's wieder raus. Weißt du, das sind jetzt solche Häuser, wo ich mich frage, hätte mich hier vielleicht nochmal eine Quest hingeführt? Oder war es wirklich auch, ist es auch Sinn und Zweck hier der Geschichte gewesen, dass ich mich hier irgendwie, ja, dass ich mich hier mal drum kümmere und dass ich, ja, mich hier quasi bedienen kann? Oder gibt's mir, versau ich mir gerade eine Quest, die ich hätte später hier machen können? Keine Ahnung, das weiß man halt vorher auch nicht, ne? Eigentlich haben sie mir ja nichts getan, die wollten nur nicht, dass ich näher komme. Ist ja auch echt nix zu holen, ne? Gold. Also von der Ausbeute her richtig traurig. Gar nix, nix, nix und wieder nix. Hier. Die Legende des Hauses Cradley oder Cradley. Wenigstens etwas hier. Ungewöhnlicher Stein, stehe ich einfach mal. Zu einem Schätzer, okay. Jetzt habe ich hier doch nochmal eine Quest bekommen.
Ja. Keine Ahnung, wo ein Schätzer ist. Wahrscheinlich auch in Riften. Mal wetten? Mal wetten, das ist Riften, weil das ist ja auch sowieso Liebesstadt. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ein ganz schön hochstockiges Haus, ne? Muss man schon sagen. Oh, ich speichere jetzt hier nochmal. Ja. Ich muss mich jetzt irgendwie gleich rechts halten hier. Ist schwierig. Hier kann man nicht einfach wieder so querfeld einlaufen, weil hier halt einfach hier alles voll mit Riesenbergen ist, das ganze, die ganze hügelige Landschaft ist einfach, das ist einfach schwer, den Weg zu finden. Das Land ist halt nicht eben. Und das macht es dann halt entsprechend schwierig. Aber hier sind wir richtig. Was ist denn das hier zur Hölle? Wieder so eine Ruine. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh, Banditen. Mistige Kreaturen. Das ist immer nervig, weil die sich, wenn die sich schnell bewegen. Es ist immer schwierig, da zu treffen. Ich muss gleich mal das Buch lesen. Scheiße, der bricht mir jetzt ausgerechnet ab, ne? Bei einer Lehrlingstour. Gold. Silberbarren. Sehr sweet. So. Bücher. Hier haben wir sie. Der König. Zweihändig verbessert. Dies ist schön. Ah, ich habe jetzt das eine Buch nicht mitgenommen, da glaube ich, sondern nur gelesen. Die sollte ich ja auch mitnehmen. Die sollte ich ja mitnehmen beim Verhältnis 1 zu 50 oder 1 zu 40. Hier mal einen Fuchs. So einfach durch die Welt marschieren und alles killen, was man irgendwie sieht. Das kenne ich doch noch aus Gothic. Oh, jetzt sind wir sogar fast in Riften. Aber wie gesagt, vielleicht werde ich die Stadt kurz entdecken und dann werde ich dran vorbeigehen. Werde mich also nicht in Riften aufhalten. Weil ich dann, wie gesagt, einfach weiter will nach Winterfeste. Hier geht sowieso nicht durch. Jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht lang. Riften ist komplett eingemauert. Halt! Zurücktreten! Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Warum ist das verschlossen? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Könntet ihr in meinem Fall nicht eine Ausnahme machen? Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Ha. Es gibt nichts mehr zu bereden. Benutzt das Nordtor. Wenn Scheiße. Rifton kommen in Rifton, Heimat der Diensgilde. Na gut. Nordtor. Dann holen wir uns halt jetzt hier nicht. Ach, guck mal, wo wir jetzt schon wieder sind. Ich will doch gar nicht in diese Richtung. Da will ich mich jetzt hier am Wasser entlang schleichen. Mal alles zu hier. Man kommt ja nicht mal vom Wasserweg daran. Hier alles verschlossen. Komme ich hier vielleicht hoch?
Honigheim, Schlüssel erforderlich. Ah, Stelle von Riften entdeckt. Immerhin schon mal etwas. Die sind ein bisschen hier, da vorne. Ja gut, egal. Dann habe ich jetzt wenigstens hier einen Wegpunkt. Da kann ich dann das nächste Mal schnell hinreisen. Dann war der Weg jetzt auf jeden Fall hier nicht völlig umsonst. Immer ein bisschen was. Liebe Leute, dann mache ich an dieser Stelle auch eine Pause. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann machen wir weiter hier mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Macht's gut, wie immer. Bis dahin. Ciao.